So, nun ist definitiv Herbstbeginn, würde ich sagen. Der Bauer hat hier unseren Weg weggenommen. Hier ging ja immer der Weg längs, wo wir hier links das Korn, das hatte ich ja mal gezeigt und so. Es ist alles weg. Er hat alles umgepflügt. Er hat alles abgeerntet. So sieht das jetzt hier aus. Wir haben heute wunderschönes Wetter. Nur so ein paar Streifenwolken am Himmel. Und ich bin hier zum Morning Walking unterwegs. Mal gucken, dass ich in der Stunde wieder hier bin. So macht das Leben doch Spaß, ne? Die großen Pferde hier, das sind ja Riesenbrocken, ne? Alter Schwede, wenn man vor so einem Pferd steht, dann sieht man erstmal, wie groß die sind. Haben wir gleich ein paar mehr hier vorne. Die haben auch gerade Frühstück hier. Jo, lasst euch mal den Kaffee schmecken, ne? Heute Morgen 9 Grad und da habe ich gedacht, okay, rein in die Weste, Pulli, T-Shirt drunter. Und jetzt merke ich so langsam, puh, es wird wärmer. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir hier echt krass gutes Wetter haben. Die Sonne scheint und ich hatte das ja eben schon gezeigt, blauer Himmel. Mal sehen, wo das heute noch hingeht. Gestern war es ja auch noch mal ein bisschen warm und heute mit Chance vielleicht ein bisschen an Strand. Ich glaube, das wird nichts, aber zumindest auf die Terrasse. Und hier haben wir noch ein paar Brombeeren. Also die wachsen ja wirklich überall, ne? Da oben noch mehr, noch mehr. Ich habe leider keinen Bottich mit. Eine kleine Schüssel oder nix. Marie hat sich gefreut, wenn ich ihr die mitgebracht hätte. Und hier das nächste aus dem natürlichen Lebensmittelladen. Die ganzen Hagebutten. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das haben wir ja nun auch rausgefunden, dass man die Dinger essen kann, ne? Also Vitamin C, ich weiß gar nicht, ob die mehr als Zitrone oder Paprika haben. Auf jeden Fall sehr viele. Und die wachsen hier überall, ne? Brombeeren, Hagebutten. Also auf meinem Weg hätte ich schon mein Frühstück zusammen jetzt. Und heute Morgen habe ich ein Brot gebacken. Yes, wieder einmal. Aber diesmal ist es kein Fladenbrot geworden. Die letzten Brote von mir, die gingen ja einmal quer bis Backblech. Also die hatten vorher eine gute Form. Dann habe ich die aufs Backblech gelegt und dann sind die aufgegangen und es ging einfach so in die Breite. Es wurde nur ein Fladen. Und heute Morgen habe ich dann mal das 0815 Dinkelmehl genommen. Das vorher war immer Bio. Und wir hatten das ja schon mit der Biohefe, ne? Die Biohefe stinkt. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was sie gut kann. Oder ich kann da nicht mit um, wer weiß. Auf jeden Fall, ich habe jetzt heute Morgen kein Bio-Dinkelmehl genommen, sondern eben 0815 von Ja. Was soll ich sagen? Das Brot ist 1A aufgegangen, ne? Richtig schön runder Brotleib. Aber das werden wir uns gleich beim Frühstück nochmal genauer angucken. Und auch hier wieder Brombeeren, 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 alles voller Brombeeren. Die sind noch nicht alle fertig, aber mal dazwischen, da noch mehr von diesen kleinen Teilen hier. Und das geht hier die ganze Hecke so weiter, ne? Und damit wir uns nicht so einseitig ernähren müssen, gibt es natürlich auch noch was anderes. Für die Fliederbeersuppe wird hier auch schon gesorgt. Es ist gerade dabei, reif zu werden. Und dann geht es auch noch da oben weiter. Ich weiß ja nicht, wer das kennt. Bei uns gab es das früher noch. Fliedersuppe, Fliederbeersuppe mit Mehlklößchen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, das gab es dann so ungefähr 40 Jahre nicht mehr. vielleicht machen wir das mal wieder. Und hier wieder Fliederbeeren. Hier haben wir Hagebutten. Die sind nur scheinbar noch nicht. Sind die so orange? Eigentlich müssen die doch rot sein. So, und was ist das hier? Kommt das auch mit auf den Tisch? Blaubeeren? Kein Plan. Also, noch was anderes. Was man alles so nicht kennt. Hier noch mehr Hagebutten. Hagebutten. Also, man müsste das echt mal alles abpflücken und zu Marmelade machen. Also, dann hält das wenigstens ewig lange. Wieder Fliederbeeren. Und, oh Gott, die sind aber mit da unten, die Himbeeren. Ne, Quatsch, Brombeeren. Oh, verflixt, das ist schon 10 vor 9.
Normalerweise sollte ich jetzt schon wieder auf dem Rückweg sein, aber ich habe gerade noch einen Freund getroffen und da haben wir uns etwas verquatscht. Ja, also diesmal wird mein Morning Walking etwas abgekürzt und den Rest gibt es dann in Form von Fahrradtour vielleicht nachher nochmal. Eigentlich frühstücken wir ja so gegen 9, ne? Naja, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Weg. Und schon ist es verschwunden im Dickicht des Haferfeldes. Okay, und ich gehe jetzt mal wieder zurück. Und dann möchte ich mal mein Brot sehen. Ne? Ach, guck mal, hier geht es mal in den finsteren Wald. Und da hat das vorhin auch hier da hinten irgendwo geraschelt. Hier sind auch Rehe unterwegs. Naja, und Karnickel, wie wir eben gesehen haben. Was ist denn das? Da geht man hier einmal ins Dunkel des Waldes und denkt so, jo, hier ist ja nicht viel Licht. Hier wachsen Brombeeren wie Weintrauben. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hammer. Und da oben geht das noch weiter. Ich fasse es nicht. Ich schätze mal, hier müssen wir nachher noch mal her, die ganzen Brombeertrauben abernten. Aber jetzt geht es erstmal wieder zurück. Und jetzt gehe ich schon wieder an so einem Brombeerbusch vorbei. Es ist Wahnsinn, was hier für Brombeeren wachsen. Ganz ehrlich, ich frage mich, warum nicht jeder jetzt mit dem Eimer in die Natur geht und Brombeeren sammelt. Alles umsonst. So ein paar Brombeeren in so einer Schüssel, in so einer Schale, ich glaube, wie viel ist da drin? 100 Gramm, 200 vielleicht? Was kostet die? 2,50, 2,90, 3 Euro irgendwie. Und hier kann man das kilotonnenweise ernten. Na gut, das war ein bisschen übertrieben, aber wirklich, wirklich viel. Und absolut bio. Richtig bio. Jo. Da werden wir nachher nochmal hingehen. Also ich meine, der ganze Weg, den ich eben gegangen bin, und dann hier zum Schluss im Wald, da brauchen wir, glaube ich, 3 Eimer für. Und eben gerade habe ich so überlegt, was machen wir denn dann aus den Kilotonnen Brombeeren? Ich habe ja in einem Kommentar von euch, von irgendjemandem, der hatte geschrieben, Adi, kennst du nicht die Flotte Lotte? Kannte ich tatsächlich nicht. Und dann musste ich erstmal googeln, was das ist. Und ich glaube, so ein Teil hole ich mir dann auch mal, dass man einfach so drehen kann und dann quetscht das nach unten alles raus und die Kerne, die bleiben halt über dem Sieb. Fand ich ganz cool. Wir haben einen Entsafter, der arbeitet fast nach dem gleichen Prinzip, nur dass der sich halt schnell dreht und alles rausschleudert an Saft und da bleibt ja dann auch Kerne und leider auch das Fruchtfleisch zum großen Teil zurück. Ja, na mal sehen. Also auf jeden Fall, was kann man denn machen? Brombeerquark, Brombeerkuchen, Brombeersaft, Brombeermarmelade, Brombeerschnaps. Na, sowas gibt es bei uns ja nicht. Und da bin ich wieder zu Hause und das Frühstück ist schon gedeckt und mein Schnucki sitzt schon hier. Guten Morgen. Und hat alles möglich gemacht, dass wir hier so gemütlich frühstücken können. Und jetzt geht's zum Brot. Also, hier ist das Brot, das mal wieder so richtig... Ich muss mal eben die Kamera umstellen. Hier ist das Brot, das mal wieder so richtig krass aufgegangen ist und mit nicht Bio-Hefe. Und nicht Bio-Mehl, sondern mit 0815-Mehl. Also nicht das billige Weizenmehl, sondern normales Dinkelmehl. Von ja.
Von ja. Von Rewe. Juhu! Fiel mir gerade so ein, mit der Kamera kann man ja so Späße machen. Moment. Nochmal von vorne. So, also, für mich gibt das jetzt hier mein Porridge, mein Daily Porridge, denn das gab es ja früher, gestern auch und das auch. Das war vorgestern. Gestern hatten wir... Hier gibt es noch Kirschtomaten, Kirschpflaumen. Das hier ist unsere selbstgemachte Marmelade. Das hier übrigens auch, das ist die Hagebuttenmarmelade. Und, was ist das? Brombeeren. Unsere Brombeeren, die wir jetzt aufs Brot schmieren. Und jetzt wird das Brot angeschnitten. Mal sehen, wie das von innen aussieht. Und? Sieht richtig gut aus. Ein richtiges Brot. Was klappert denn da so? Messer. Hast du eben gesagt, das ist ein richtiges Brot? Ja, wie beim Bäcker. Also das Brot ist jedes Mal ein richtiges Brot. Es gibt halt nur verschiedene richtige Brote. Es gibt halt Fladenbrote und Matschbrote und Steinbrote und eben solche leckeren hier. Auch ein bisschen? Schmeckt bestimmt, ne? So. Ja. Riecht auch nicht nach Hefe. Komisch, ne, mit diesen Bio-Sachen, verstehe ich nicht. Bio ist ein bisschen zu bio. Ja. Und das war's jetzt auch. Jetzt wird gefrühstückt und dann bis zum nächsten Video. Ciao.